Guten Morgen am 7.5. Das ist mein Frühstücksplatz und Moment, die Füße stecken schon in den Schuhen. Hier ist der Rucksack schon halb geparkt. Es war ziemlich stürmisch die Nacht. Von daher musste ich vorhin ruckzuck das Zelt abbauen, bevor es davon fliegt. Die Sonne setzt sich auch durch. War so ein richtiger Nebelschwaden sind hier über den Hügel gezogen. Aber erkennen kann man das natürlich jetzt hier so auf dem Video nicht. Da unten dann der Platz, da kamen noch ein paar Zeltchen dazu, die vereinzelt jetzt im Gras stehen. Ja, und heute versuche ich natürlich weniger zu machen. Und was heißt weniger, so 12 Meilen, kommt aufs Wasser an, wie die Wasserstellen aussehen, wo ich dann mein Tages- und Nachtlager aufschlag. Fällt mir schon schwer, mich da so einzudämmen, weil wenn halt alle wandern oder mitnichten auch durchwandern an einem und man wird ständig überholt, immer kommen von hinten die Hiker an und man müht sich so langsam über die Strecke. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Es lief gestern verhältnismäßig gut, aber ich habe es dann auch am Abend gemerkt. Gut, die Wunde sieht ganz gut aus. Will mich da auch nicht beschweren. Die Stelle ist Gott sei Dank eine, wo man nicht so brutal fest drauf tritt, sondern eher so diese Falte, diese Haut, in dieser Hautfalte drin. Von daher, deswegen habe ich wohl auch nicht so Schmerzen. Das ist ganz gut. Einen schönen Tag heute. Es ist schon faszinierend, wie sich die Landschaften hier abwechseln. Jetzt geht es hier durch so einen Wald. Eichen sind das. Irgendwie. Und ja, da ist alles grün. Sieht super aus. Und im nächsten Moment stehst du wieder in einer waldbrandgezeichneten Abschnitt. Und da ist dann wieder gar nichts. Oder die Wüste naht. Morgen geht es nämlich nochmal heftig im Tal den heißesten Abschnitt durch die Moabe. So, jetzt geht's mal runter zum Wasser. Ich sitze hier auf einem Bär-Campingplatz. Ich hoffe, es kommt keiner. Mach meine Mittagspause. Hab gerade schon Kolibris beobachtet, Wasser gefiltert. Der Wind geht, das Gras, das Wald. Uiuiui. Ich will euch doch nur was zeigen. Was ganz Perverses, was ich gerade esse. Achtung! Das ist
großen Tortilla mit Peanuts, Butter, Thunfisch und Parmesankäse. Wohlbekomm's, es schmeckt so geil. Der Tag neigt sich, der 7. Mai geht dem Ende zu. Ich bin hier auf einem wirklich sehr gemütlichen, schönen Campingplatz. Da drüben ist noch das Ladegerät, meine Socken zum Trocknen. Hier wird Wasser gefiltert, mein Essen hängt am Baum. Das macht man in der Wildnis so, damit die Tiere nicht drankommen. Und hier steht mein Zelt, sonnenbeschienen, und da werde ich heute super gemütlich schlafen. Guten Morgen am 8. Mai, Muttertag. Heute ist Muttertag. Allen Müttern einen wunderschönen Muttertag, und ich werde ihn hoffentlich auch haben mit einem leckeren Frühstück und einem tollen Tag in Hikertown. Mein Fuß geht soweit gut. Ich freue mich auf den Tag. So, und manchmal sieht der Pfad so aus, dass man ganz schön durchs Dickicht muss. Yeah, 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 yeah. Oh, wo ist er? Wo ist er? Ich hoffe, da versteckt sich nichts. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Es geht in die Ebene und es geht ein verdammt zackiger Wind. So, da geht's runter. Und dann geht's geradewegs rüber bis zu den nächsten Bergen. So krass hier. Es ist aber sehr stürmisch, darum ich hoffe, es stört nicht zu sehr.